Herzlich willkommen bei der Südwestdeutschen Salzwerke. Ich bin der AJ, Mechatroniker im ersten Lehrjahr und heute werde ich euch zeigen, was man am Anfang der Ausbildung macht. Also, falls ihr eine Ausbildung macht als Mechatroniker, Elektriker, Industriemechaniker oder Bergbautechnologe macht, dann werdet ihr hier in der Ausbildung gleich anfangen. Die hier rechts und links Winkel sind überall Werkbänke und jeder Azubi am Anfang bekommt seine eigene Werkbank. Hier hinten, wenn ihr sie sehen könnt, haben wir eine Bohrmaschine, eine Sägemaschine, einen Schweißplatz, links noch zwei Anreißplatten und hier lernt ihr die Basics. Jetzt kommt mal mit, ich zeige euch noch mehr. Wie bereits vorhin erwähnt, werdet ihr die ersten 3 bis 4 Monate eure Ausbildung verbringen. Es kann auch sein, ab und zu, dass ihr Teile für bestimmte Fachabteilungen oder für die Produktion anfertigen müssen. Wie ihr hier sehen könnt, Azubi Louis, Industriemechaniker im ersten Lehrjahr. Und jetzt kommt mal mit, ich muss euch noch mehr zeigen. Also jetzt befinden wir uns in unserem Schulungsraum. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir ein Hydraulik-Lehrsystem. Links haben wir Pneumatik und rechts haben wir Elektropneumatik. Dazu haben wir noch 4 verschiedene PCs, die mit verschiedenen Schulungssystemen ausgestattet sind. Und die werden auch benutzt, um verschiedene Seminare intern und extern zu machen. Diese Seminare helfen uns dann persönlich, uns weiterzuentwickeln. Also wenn ihr mit der Grundausbildung fertig seid, dann kommt ihr in verschiedene Fachbereiche. Je nach Fachbereich kann es sein, dass ihr mit verschiedenen Azubis arbeiten könnt. Wenn ihr mehr zu der Ausbildung erfahren wollt oder zur Ausbildung Botschafter, dann klickt im nächsten Video rein.